Das radikale Islam, das Sie jetzt hier vertreten, ist nicht Teil dieser Gesellschaft. Und das, was Sie tragen, schließt sich aus dieser Gesellschaft aus. Sie haben keine Identität. Sie haben keine Identität. Diese Mimik ist wichtig für die alltägliche Kommunikation. Ob Sie das freiwillig machen oder nicht, interessiert mich nicht. Herr Busser, Sie sorgen um die Radikalisierung zum Nachteil der Muslime in einem Land, in dem es tausende Moscheen und Gebetshäuser gibt. In einem Land, wo es Religionsfreiheit gibt, nicht nur für Christen. Da machen Sie sich Sorgen. Machen Sie sich eigentlich keine Sorgen um die Christen in Saudi-Arabien, denen noch nicht mal das religiöse Existenzminimum gewährt wird. Wir erlauben hier die Koranverteidigungsaktion LIS. Versuchen Sie mal mit einer Bibel nach Saudi-Arabien einzureisen. Die könnten keinen Fuß ins Land setzen. Sie machen sich Sorgen um die Muslime in Deutschland. Die meistverfolgte Gruppe, das sind die Christen weltweit und nicht die Muslime. Die meistverfolgte Gruppe, das sind die Christen weltweit und nicht die Muslime. Und wenn Sie sagen, lasst uns nicht das Trennende betonen, sondern das Gemeinsame, da bin ich bei Ihnen, dann lassen Sie uns mal Hand in Hand dafür streiten, dass die Christen in den islamischen Ländern genauso viel Religionsfreiheit bekommen wie die Muslime bei uns. Ich will zurück zu unserem Strang.